Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Enelfmarsch. Immer noch im Lohn hier unterwegs. Mit dabei der Lenny, der Mike, der Flo, der Florian, der Holger, der Lukas, der Manni, der Michael, der Patrick und der Roman. Und Patrick, ne? Lukas, so rum. Entschuldigung. Hallo. Hör mal, ich habe noch 1% gehabt. Werd hier bestohlen. Die Jugend macht mir meinen Platz streitig. Der kommt mal angeflogen. Lukas vorne runterstellen. Ja. Ist ja ein richtiger Platz hier, schon. Manni. Ja, der Lukas ganz, maximal. Ganz links und ich fahre hinter dir her, falls du hängen bleibst, muss ich dich anschieben. So, ich bin mit eingekniffenen Schwänzchen gerade abgehauen. So, dann fahr mal, ich fahr hinterher. Ist es so kalt bei dir? Ja, ist so kalt, aber wer liegt Lukas, denn hier im Graben? Hier, Lukas! Wer liegt hier im Graben? Na nur, warum ladet er nicht ab? So, willst du nochmal zurück, oder? Ja, ich komm noch. Das ist doch unser Österreicher. Nee, das ist Florian. Ich seh's doch, dass es unser Österreicher ist, Junge. Das Ding ist so versenkt, da kannst du zurücksetzen, glaube mir. Lenny, wohin? Lukas kann das ja nicht voll. Mach den Luke nicht auf. Roman, wenn er einmal so im Wasser stand, ne, kannst du dir den gleichen Weg gönnen wie ich mir. Einmal trocken legen, ein paar Föns rein und dann, ne? Neuer Versuch. Aber schön, dass nicht nur ich es geschafft habe, das Ding unter Wasser zu tun. Ich kann dich zurücksetzen. Doch, kannst du. Oh. Warte, ich setze das Ding gerne zurück. Ich glaube, ich habe beides zurückgesetzt. Oh Mann, nee, die Luke nicht aufgemacht. Wir sind jetzt knapp bei 2 Millionen Litern hier im Silo. Ja, geil. Ja, also der Lohnauftrag muss sich ja auch ein bisschen lohnen, ne? Irgendwann dafür eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Achtung, wer mir jetzt entgegenkommt, ich würde die Kurve. Ich traue mich nicht zu schneiden, ich werde langsamer. Florian, 98. Souverän, voll. Haben wir das gemacht. Souverän. Ich stand ja auch gefühlt, weil ich Angst hatte, muss ich gestehen. Ach Quatsch. Hm. Brauchst du nicht. Manni, kommst du da hinten wirklich über den Graben? Ja, logisch. Ja, logisch, sagt er, okay. Hör mal, mit wem redest du denn überhaupt? Naja, Roman hätte mir das bis vor einer Minute auch gesagt. Na, logisch schaffe ich den Sprung. Jetzt spricht er nicht mehr mit uns. Dann geht das rein. Ist die viel Wasser musst du auslassen. Ja, das sowieso, aber da komme ich hier durch, vor der Brücke bin ich wieder draußen. Links, rechts, Mitte, rechts, Mitte. Links, Mitte. Ja. Kann es sein, dass du gerade nicht mit dem Schieben hinterherkommst, oder? Ja, es staut sich hier ein bisschen, das stimmt, ja. Weil hier die Ecke vom Mike, die hat mich so viel Zeit gekostet. Ja, alles gut. Und dann ist der Manni an der gleichen Ecke auch noch hängen geblieben, hat die Ecke größer gemacht. Ah. Ja, ging dir. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht mit dem großen Silo, mit dem Keilsilo begonnen habt. Naja, Keilsilo mit den Knicklenkern, habe ich gesagt, ist halt irgendwie ungünstig. Holger zieht gleich links neben dran. Auch durchfahren, ne? Links neben dran? Ja, durch nicht, nur rückwärts. Aber du kannst das gerne versuchen, Patrick. Quasi durch, ne? Das ist so breit, da kannst du rechts, Kreis durchfahren, oder nicht? Ja, musst ja trotzdem rückwärts ran. Alter, der Lukas kommt hier reingeballert. Ja, gut. Das wird der nächste Haufen, das sehe ich jetzt schon. Naja, wobei. Oh, Knicklenker, ne? Mhm. Ach, Quatsch. Und dann hinten auch noch Drehachse, ne? Mitlenkende Achse. Ich glaube, das merkst du beim Knicklenker in dem Fall nicht. Ah, das sah gerade ziemlich gut aus bei Lukas. Profi. So, also Manni hat gesagt, ich kann hier drüber. Ja, einfach schräg durch. Wer kommt da? Ich nicht darüber. Servus. Links, Mitte. Manni zieht hast du mich doch schon lang geschickt. Was? Ja, da ist ein bisschen weniger als die Ball, Alter. Also, Lenny, wenn er dir hilft, ne, wir haben auch diesen Silageverteiler mit drauf. Nö, das geht nicht. Ich stopp. Hallo. Problem ist, wenn ich den jetzt hole, ich bin erst bei 95. Ja, das stimmt. Ja, dann ist hier Holland in Not. Also, ist der Flieger. Für euch Abfahrer, 98, ihr könnt auch einfach N drücken. Jetzt kannst du. Dann macht ihr dieses Verdeck zu, fahrt neben den anderen und erst wenn der andere voll ist, drückt ihr N, macht das Verdeck auf und wir können euch treffen. Das ist so langweilig. Toll. Das ist so koordiniert. Der Flo will alles durchplanen.
Ja, ja, der will hier Prozesse optimieren, die sich etabliert haben, weißt du? Das ist auch noch so ein junger Wilder. Der weiß noch nicht, wie es läuft im Beamtentum. Nee. Ich bin am längsten hier, ich mache einfach, was ich will. So. Ja, das merkt man. Meine ist noch nicht voll. Ja, ja, ist gut, gib ihm. Genau, ich hatte mein Vorstellungsgespräch nämlich genau 2 Stunden vor Michael. So. Es tut mir leid, Lenny, ich war vor dir da. Das stimmt. Alles ohne Bewerbungsgespräch. Ich weiß, ich wollte nur kleine billige. Manni, ah, ja. Schiebst du stark. Wo hattet ihr Bewerbungsgespräche? Was? Sagen wir mal so, du hattest auch 91. Qualifikationen. Genau. 95. Und genügend Geld. Glaubt ihr euch jetzt alle drum oder kommt auch noch jemand 98. zu mir? Manni ist, glaube ich, voll. Oder? 99. Du musst das Geld mitbringen. Wo willst du es haben, Lenny? Oha. Der Uwe, wunderbar. Links, Mitte. Rechts, links, Mitte, Entschuldigung. Rechts, Mitte. Rechts, Mitte. Und die nächste Woche, Lenny? Sehr gut. Mitte, Mitte. Vorbildlich. Also was ist denn hier jetzt Mitte, Mitte? Nein, Mitte, also teil das Ding in 5 Spuren. Mitte, Mitte, seht Mitte, zu, Mitte, 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 Mitte. Also ungefähr hier. Ja, das passt ziemlich gut, Mike. Ich sehe, komm, gleich haben wir wieder alle abgefüllt und dann kommt keiner. Nee, nee, ja. Alles wird gut. Guck mal, Florian ist da, Lukas macht schon den Turner, damit er gleich in die Mitte geht. Ihr fahrt euch da fest, Alter, dann bin ich wieder eine halbe Stunde am Glattbügel. Macht schon mal den Hänger hinten so runter wie der Uwe. Ja, Lukas, das ist hoch. Low, oh, ne? Das Ding muss low, Alter. So richtig, ich dränge mich jetzt vor, ne? Ich war zuerst hier. Ja. Mann, wie die kleinen Uwe. Ja, ja, Entschuldigung, ich musste. Holger, du bist eh schneller. Musste aber. Ja, das ist schon zu 5 okay. Mal. Musste ganz nah ran. Alter, was wird das denn jetzt hier? Junge. Kannst es dir nicht ausdenken. Die scheiß Leitplanke angefangen. Jetzt häng ich auch noch an der Leitplanke fest. Das heißt nicht Leitplanke. Lukas, auf! Eine Schutzplanke. Ah, gut, da hänge ich jetzt fest. Oh Mann. Eine Schutzleitplanke. Sesam, öffne dich. Treffen wir uns einfach in der Mitte. So eine Schutzplanke hat mir mal den Kofferraum so weit runtergedrückt, dass der Reifen geschliffen hat. Das fand ich scheiße von der Schutzplanke. Aber gut, dass ein Knickling da ist. Ich frage mich gerade, wie man das schafft. Wie man mit dem Arsch in die Planke einschlägt. Okay. Aber warum? Ja. Weil man sich vorher gedreht hat. Nee, war rutschig, war Regen. Weil der Ring einfach so scheiße ist. Nee, es war nicht am Ring. Es war im Saarland irgendwo. Ach so. Jawohl, da hebt gerade auch einer an. Vorbildlich. Ich bin auf 86% und alle haben umgeschwenkt. Bleibt das Saarland dabei, dass die alle Lockdowns öffnen? Ich glaube ja. Wie öffnet man denn alle Lockdowns? Naja, indem sie sagen, Kneipen offen, alles mögliche offen. Echt? Dann nach Ostern ist doch geplant. Dann mache ich erstmal Sauftourismus. Also treffen wir uns alle im Saarland? Ja. Habe ich auch gehört gerade, ja. Also bei uns sind die Geschäfte auf. Du brauchst wirklich einen Test, der nicht älter als 24 Stunden ist und negativ sein muss. Ja, ja, geht auch so ein Selbsttest oder was? Ja, Selbst- und Schnelltest. Okay. Aber im Saarland geht das. Die sind sowieso alle aus einem Haushalt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eh nur ein Haushalt. Blutgruppe I, meinst du? Genau. Und der Stammbaum ist ein Kreis, ne? Genau. Ja. Die haben schon eine interne Mutante, ja. Such dir eine Bahn aus, ist eigentlich egal. Ja, okay, und ich? Haben eigene Mutanten gegen das Virus. Die sind auch schon, die haben auch ihre eigenen Herdenimmunität. Fahr direkt neben dem Money. Oh, Baller! Das ist nicht neben dem Money. Holger drückt einfach N, dass du diesen. Entschuldigung, ich war noch etwas schnell. Meinst du, im Saarland muss die Mutante Angst 98. haben vor dem Wirt, oder? Oh. Wenn wir wirklich vom Saarland reden, dann ja. Okay, also bevor wir jetzt hier noch weiter abdriften, genau, bei Teenage, ne? Eigentlich Mutant, ja, Ninja Turtle, so heißt es, genau, ich kam gar nicht drauf. Teenage Mutant Ninja Turtles. Roboter, genau. Warte. Habt ihr. Ja, komm, jetzt machen wir nochmal ein bisschen ernst, ganz kurz. Wirklich so. Nur ganz kurz. Habt ihr gelesen? Habe ich vorhin auf Instagram gesehen. Die Akkutechnik haben sie verlegt? Ja, März ja. 22. 22. Ja, Ende Februar bis März, ja. Oh. Der Uwe schenkt dem ganzen Team Tickets und wir gehen dann zusammen über den Stand, habe ich gehört. Genau.
Hab ich auch schon gehört. Wo soll das denn sein? Ja, Hannover. 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 Und da pennen wir alle bei Uwe. Gar kein Problem. Bis dahin habe ich einen 25 Quadratmeter Zockerkeller. Da könnt ihr alle pennen. Ganz weit weg. Rechts. Und rechts Mitte. Also der eine rechts Mitte, der andere rechts. Ja, ich fahr schneller wie du. Schau mal. Bitte rammt euch nicht und bleibt nicht stecken. Das ist wie ein Kindergarten hier. Du machst das aber auch wirklich mit einem Elan und einem Durchhaltevermögen, ne? Was? Na, das Michael Einweisen. Ja, weißt du, wie das sonst hier gleich aussieht? Michael? Ja, ich weiß das. Ja. Ich wäre da überhaupt verantwortlich. Aber also ganz kurz, weiß einer, was ein Akitechniker-Ticket kostet? Ich tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Zwischen 30 und 40 Euro. Ich wollte auch gesagt, ich meine, es wäre in den letzten Jahren um die 30 gewesen. Das geht ja. Das geht ja. Ich war vor 2 Jahren leider nicht da. Ich finde, wir könnten auch einfach dieses Video hier einfach zu John Deere schicken und vielleicht kriegen wir ja Tickets. Oder zu Krone. Das könnt ihr beides das gleiche. Wir schicken es einfach überall hin. Vielleicht, ja, vielleicht mal kriegen gucken, wir überall ein nimmt, Ticket ne? oder so. 95. Wir müssen die nachher schön aufreihen und dann gibt's ein Instagram-Bild mit John Deere getaggt. Links. Da wir keinen Abfahrer haben, würde ich mal anhalten, ne? Ja. Doch, der Uwe ist da. Sind doch schon da. Keep cool. Lukas, wie schnell geht denn Traktor? Achso. 55. Da geht aber für normalerweise nur 43. Meiner ist auch auf, aber ich hab den auf übernommen. Ja, vor der Aufnahme habe ich noch gesagt, ne, seht zu, dass die ganzen Dinger wieder zu sind, dass hier nicht eskaliert, aber... Ich komme über 60. Aber ich weiß nicht mal, was man da einstellen muss. Meiner kann 430 fahren. Also, du hast ihn so gekauft, ne? Der stand da, oder? Die Nummer 6. Wo holt sich mal einen Tick nach rechts, dass der Mann ihn eben nicht kann? Meiner fährt nur 40. Jetzt nicht so, dass ich meckern möchte, ne? Aber versucht mal mit 13 km/h direkt reinzufahren, nicht erst anhalten und dann abkippen. Auf dem Silo die Handbremse reißen und dann geht's los. Manni, komm ran. Manni, schneller. Ja, Holger, gute Idee, du hast ein Auge dafür, ich sehe das schon. Nicht so schnell, das war ein bisschen zu schnell. Manni, du musst nach rechts ziehen, damit neben dich links, weil Manni ist ausgestiegen, damit links neben dich der nächste ziehen kann. Aus? Jedes Mal. Lukas, fahr links. Ah, da sind ja schon wieder mit 3 Autos bei mir. Oh Leute, warum denn alle gleichzeitig? Was soll das denn? Jungs, das ist wieder der Österreicher. Ich kann so nicht abtanken, Manni, du musst näher oder das Ding runter machen. Bewahrt die Kortenance. Das ist immer der Österreicher. Ja. Was ist denn? Wer hat gemobbt, oder was? Natürlich. Cybermobbing nennt sich das. So die 3 nehmen dann das also. Aus wie so ein. Hast du auch nicht gleich hier hintern gedreht, wenn du nur 3-mal gegen meinen Schneid wegfährst. Roman denkt immer dran. 10 von 11 Leuten finden. Sag mal, kämpfen unsere Strade jetzt? Mobbing nicht schlecht. Schlimm. Nein, lass mich da mal voll werden. Achtung, Mike. Boah, fast. Was für eine Geschwindigkeit. Roman, warum machst du denn jetzt auch auf? Naja, weil Michael sonst nicht da. Michael tritt nicht so ganz, glaube ich, oder? Doch, ich schon. Wenn die sich gegenseitig hier versuchen, über den Haufen zu fahren, geht das. Ja. Naja. Ich hab das Gefühl, sobald ich wegfahre, geht da noch mehr Chaos los als sonst. Kann das sein? Ich versuche die mit 3 gleichzeitig der gleichen Stelle zu fahren. Mann. Das geht aber auch gut, wenn wir so dicht beieinander fahren, dass dann einer seitlich von mir fährt, dann drückt er mich nicht ständig weg. Das wäre auch eine Option, Leute. Nur den Roman, der fährt mir ständig gegen Schneidwerk dann. Ja, voll. Roman auf. Das wird so, wie die ist einfach. Aufklappen, Roman. Hoppala! Schneller. Roman, nicht rückwärts. Lukas, du darfst stehen bleiben, ne? Wohin, weißt du? Bin ich schon bei. Also, links mit rums. Ja, rechts, Entschuldigung. Rechts. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht eher links nach rechts aus. Du musst hier so einen kleinen Fokus. Fühlt sich aber auch instant beim Roman, ne? Also, zack, voll. Also, ist doch jetzt eine gute Manndeckung, kann man eigentlich sagen, ne? Jo. So eine kleine Schlange. Wenn ihr euch minimal zurückhalten wird, wenn ihr mit mehreren Leuten kämpft, wäre ganz nett. Hallo? Alle drauf auf dem Abfahrer. Alle drauf, die Häcksler.
Florian, komm ran. Als ob die sich in irgendeiner Form zurückhalten könnten. Ja, man merkt, weiß schon. Oh, ich bin auch angeditscht. Ja, komm ran da auf einen Zentimeter. Hier macht einer Lennys Job. Holger. Der Manni macht Pause. Knapp denn? Ja, knappe Sache. Oh Mann, oh Mann. Ja, liebe Leute, während hier noch ein paar knappe Sachen passieren, sind wir erstmal fertig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr zwischen dem 27.02. und 5.03. ich habe extra nochmal nachgeguckt, 2022 in Hannover zur Agritechnica seid. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns, hören wir uns morgen wieder, 20 Uhr zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. Oh, nee.